So, schönen guten Tag miteinander. Schönen guten Tag, meine Brüder und Schwestern. Wir machen heute etwas Neues, und zwar Outcast. A New Beginning. New Beginning. Entschuldigung. Ich habe das Game gestartet. Es ist da Shaders am Preparen. Ich habe gedacht, ich nehme euch mit zu dieser Reise. Auf einen anderen Planet. Wie er heisst, habe ich jetzt gerade vergessen. Wo wir nicht sind, keine Ahnung. Egal. Outcast, A New Beginning, Demo, muss man dazu sagen. Ich wollte zuerst Demo sehen. Wenn es schon eine gibt, dann nehmen wir sie. Und Shaderen geht ewig. Ich melde mich, sobald wir ready sind. Bis gerade. Da sind wir im Hauptmenü. Aber wie schon gesagt, Outcast, ich habe es früher schon gespielt. Ich habe es sehr gut in Erinnerung. Das ist sicher über 20 Jahre alt, das Game. Aber für damalige Verhältnisse war das der absolute Shit gewesen. Und jetzt mit Unreal Engine 5 natürlich. Ich denke, das wird eine richtig, richtig nice Sache. Wir starten einfach mal rein und schauen, was passiert. Okay. Sieht doch schon mal ein bisschen anders aus als früher. Und wir gehen eiskalt in die Demo. Und natürlich Story. Und wie immer auf Story-Modus. Wenn es einen gibt. Weil in so Games wollte ich nicht eine Herausforderung. In diesen Story-Games wollte ich eine geile Story. Und da wollte ich mich nicht mit umfighten und sterben tausendmal und. Gar keinen Bock. Einfach schön Story erleben mit ein bisschen Interaktion. Top. Schön gemütlich. Küste mochte ich schon immer. Adelpha. Adelpha hat es geheißen. Willkommen auf Adelpha. Du findest die Controller und bla bla bla. Juppie. Gut. Hui. Läuft anders. Nicht gut. Jetzt hat es geladen. Jetzt ist es besser. Jetzt läuft es relativ ruckelfrei. Und so wie es aussieht, müssen wir den Häuptling finden. Mit X können wir scannen. Weißt du noch nicht was? Ah. Das ist ein Händler. Was ist dort hinten? Ein Gandhal-Pilot? Was? Gandhalipot. Keine Ahnung, was das ist. Da oben ist der Häuptling, zu dem müssen wir. Hi. Kannst du mir helfen? Ich kann's versuchen. Ui, mit deutscher Ausgabe. Sprachausgabe. Heftig. Was ist denn der Oka? Das sind kreisförmige Portale, die verschiedene Orte verbinden. Wir Talaner haben unsere Dörfer um sie herum errichtet. Viele glauben, dass die Altehrwürdigen, die der Oka mit einer Technologie erbaut haben, die uns nicht mehr zur Verfügung steht. Wird sein Energiekern entfernt, funktioniert das der Oka nicht mehr. Genau das haben die Invasoren getan. Aha. Wir sehen uns. Komm jederzeit wieder. Ja, Mann. Hallo, ich habe ein paar Fragen. Ja. Hallo. Ja, das ist die gleiche Frage. Was ist denn der Oka? Das sind kreisförmige Portale, die verschiedene Orte verbinden. Okay. Wir sehen uns. Die sagen alles gleiche. Ja, Mann, komm jederzeit wieder. Wupp. Also, gehen wir mal zum Dorf. Häuptling. Schau, was der Brudi zu sagen hat. Sieht relativ gut aus, also. Kann mich jetzt nicht so beschweren. Oh, Texturen, ja, okay. Aber. Erster Eindruck, gar nicht so scheiße. Relativ hübsch, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Avatar. Das Ganze. Also. Du bist jetzt durch, Brudi. Aber es hat ab und zu schon ein bisschen Frame-Probleme, so ein bisschen. Jetzt läuft es mit 50, aber wenn du so ein bisschen schnell rumschaust, ja, sind zwar konstante 50, aber einfach so zwischendrin so Framedrops. Oh, wir haben das fucking Jetpack! Holy shit! Okay. Na, warum? Hi, bist du der Häuptling des Dorfes? Jo.
Du siehst aus, als würdest du viel rumkommen. Ein Mann der Tat. Ich bin Tanak, der Häuptling von Zappa. Kann ich dich was fragen? Ich bin ein offenes Buch. Schieß los. Ich brauche kein Buch, aber Schüsse? Ja, Schüsse sind das, was ich brauche. Wie viel willst du für die Waffe? Die steht nicht zum Verkauf, Kumpel. Verzeih, das von Bruce Willis. Lass mich klarstellen. Glaub nicht, ha? Ich benötige die Hand und die Waffe. Deine Hand am Abzug. Ich zahle auch. Was ist an eurer kleinen Siedlung so besonders? Sie ist mehr als besonders. Diese kleine Siedlung ist der Hafen zu den Meeren Adelphas. Sie ist eine Gemeinschaft feiner, aufrechter Fischertalaner, die... Ach, wem erzähle ich das? Wir werden von Mond zu Mond weniger. Seit der Deaktivierung des Daokas geht unsere Wirtschaft dahin und die einzig verbleibende Fischart sind Sanektas. Okay. Aber kann man da nichts auswählen, weil er gerade eigentlich meine Hand hat wollen abschneiden mit der Knarre dran. Also mich würde das mehr interessieren als wer bist du und Sanektas. Ich habe Sanektas noch nie probiert. Magst du sie? Bleibt mir eine andere Wahl? Diese fiesen, fleischfressenden Fische sind mittlerweile unsere Hauptnahrungsquelle, weil sie alle anderen Fische gefressen haben. Das, ist blöd. Das hängt irgendwie mit der Wassertemperatur zusammen. Baram kann es besser erklären. Rede mit ihm, wenn du mehr wissen willst. Baram. Wie heißt du? Ich bin Tanak, Häuptling von Zappa. Ich bin Tabak. Schön. Worauf soll ich schießen? Auf die Gamors. Nach der Paarungszeit sind sie hungrig. Amos. Darum kommen sie zurück nach Zappa, um uns zu fressen. Kannst du sie loswerden? Kommt darauf an. Was ist ein Gamor? Blitzschnelle Aasfresser auf vier Beinen mit messerscharfen Zähnen und tödlichen Krallen. Gamors! Schon gut. Ganz klar. Richtig. Ich helfe euch. Die sind bestimmt nicht schneller als eine Kugel. Nope. Ich komme später wieder. Jo. Questkarte. Öffne die Karte Tab und wähle das Dorf Zappa aus, um seine Quest zu überprüfen. Ja dann, Tab. Zappa. Zappa, Zappa. Unentdeckte Dorfquest. Unentdeckte Dorfquest. Amors bei Zappa eliminieren. Ja, machen wir doch das mal, hä? Worten. T. Okay. Schnellreise. Markierung entfernen. Da. Das ist ein Menü. Ich hab gemeint, das ist ein fucking Ladebildschirm. Ja man, Zappa. Upp. Nein. Was da? Was ist jetzt nicht gegangen, Mann? Orten. Wählen. Schnellreise. Gut, dann gehen wir zu Fuss. Braaa! Jetpack! Braaa! Jetpack! Ist das aber für eine Zeit, die jetzt retour läuft? Nein, aber es ist... Ja? Relativ ruckelig das Ganze. Also ruckelig nicht, das läuft eigentlich gut, aber... Weiß der nicht. 500 Schüsse? Oh, man hat mehrere Knarren. Wie tust du die wechseln? Ah, jetzt. Aha, okay. Das ist ja richtig weit weg. Also komm. Lauf, Brudi, lauf, Brudi. Vielleicht erleben wir noch irgendetwas zwischendrin hier auf der Reise. Wer weiß, sind das da für rote Punkte? Der Map. Ahnung, wir gehen da einfach mal weiter.
Weiter, 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 weiter. Butsch, butsch. Eloe-Pflanze. Stärkeres Aura-Bota. Stärkerer K-Trank. Keine Ahnung, was das alles ist. Aber ich denke, wir werden es erfahren. Warum? Hey, schon Frame Drops. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da vielleicht etwas kann, optimieren. Ich habe das Problem, glaube ich, gefunden. Nope. Oh, DLSS A, das ist gut. So, Max. Das passt eigentlich so weit. Ich möchte gerne die Auflösung noch ändern. Wieso hat das so eine höhere Auflösung? Das ist gar nicht meine Auflösung. So, T. Jo. Okay. Sieht schon leicht anders aus. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das allzu fest stört oder nicht. Aber wenn die Frame Drops weg sind, sind sie nicht. Okay, dann können wir ja eigentlich theoretisch wieder auf. Grafik und dann da babab, babab, babab. So. DLSS tun wir wieder auf DLAA. Und anwenden. Was? No. Dann ist kaputt gemacht. So gut. So, da DLAA. Ja. Jo, also, jetzt passt's wieder. Sehr nice, sehr nice. Ohne Scheiß, sehr nice. Kann man eigentlich den Scheiß doch kaputt schießen? Eben. Hitzeanzeige, oh nein. Ah, da vorne sind Gegner, so. Hören tun ich sie auch schon. Ja, ich sehe ich auch. Im Visier. Und da eine. Batsch. Okay. Immerhin, du bist nicht umsonst gestorben. Fleisch einsammeln. Sind da vorne noch ein paar? Irgendwo. What the fuck? So eine Spinne, Mann. Shit. Ein rotes. Jo,
schießt er. Krakens! Jo, er schießt. Ah, die Uhr. Gut. Okay. Ja, und die Mission haben wir jetzt geschafft, oder? Irgendwo da müsste noch etwas sein. Alright. Das war's jetzt, oder was? Nebenaktivität, Außenposten, Kronklippen. Tempel. Ein Parcours machen, Mann. Basis. Gehen wir mal auf Basis angreifen, gell? Aber puh. Irgendwie anders gefühlt. Aber ist das jetzt eine Story-Mission oder nicht? Oder. Toppa! Ja, das haben wir jetzt geschafft, aber. Wieso kommt da nicht? Umständlich. Mit Baram über das Fischen sprechen. Warten. Wo ist jetzt der Mauszeiger? Schnellreise. So, da. Das ist komisch mit dem Schnellreisen, Mann. Ja. Orten. Wählen. Schnellreise. Macht gar keinen Sinn. Ja. Was will nicht, ne? Keine Ahnung. Naja, dann laufen wir mal weiter. Mission haben wir auch jetzt ausgewählt und die Zeit läuft immer noch retour. Könnte mir aber irgendwie vorstellen, dass das ein Demo-Timer ist. Das heisst, dass es einfach in 10 Minuten ist Demo vorbei. Könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Aber ja, eigentlich läuft es gar nicht so scheiße, bis auf einfach die Framedrops. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Spiel liegt oder ob es an meinem Computer liegt. It's a really, really good question. Spinnenviecher. Roll in bis Unendlichkeit, Mann. Shit. Für die, was noch nicht aufgefallen ist, ich bin krank, darum rede ich ein bisschen komisch. Also noch komischer als sonst. Du. Aber heute ist ein bisschen die Nase zu. Aber egal. Ihr versteht mich ja so oder so nicht.
Oh. Der Sommervogel. So gut. Also es läuft schon nicht übermäßig krass, geil, flüssig. Es ist gerade so an der Grenze zu spielbar. Weil, ja, ich weiß auch nicht. So gut. Bist du Baron? Nicht. Bist du Baron? Baron. Was machen die Wellen heute? Die was? Bist du nicht Fischer? Wir nennen uns Fischer Talana. Wir fischen nach Sanektas. Ich heiße Baram. Baram. Und du bist? Kata. Schön, dich kennenzulernen, Baram. Fischer Talaner? Erzähl mir. Ahnung. Ah. Danke fürs Gespräch. Nein. Ebenso. Ich kann nur eins zurückwählen. Muss mit ihm übers Fischen reden. Jo, Baram. Hey, Ram. Ich heiße Baram. Nennt man dich auch Kat? Kat? Gefällt mir. Aber nein, du hast recht. Als Kind habe ich oft mit meinem Onkel geangelt. Aha. Darf ich sehen, was ihr für Angelrouten benutzt? Aha. Wie meinst du das? Angelrouten? Ich dachte, ihr benutzt sowas, um... Oh, du meinst Fischpaddel. Fischpaddel, natürlich. Paddel sind zum Paddeln da, ziemlich sicher. Keine Ahnung, was dein Onkel dir übers Fischen beigebracht hat, aber du liegst völlig falsch. Sieh zu, wie es gemacht wird. Also komm, let's go. Genau so wird's gemacht. Genau so, du hast verstanden. Dann rennt er wieder weg. Hallo Baram. Sieht gut aus. Danke. Eure Fischfangtechnik ist originell. Aber zu langsam. Um einen Sanekta zu betäuben, muss man manchmal so hart zuschlagen, dass es das Boot umwirft. Nach Sanektas zu fischen, ist um einiges gefährlicher als der Fang kleinerer Fische. Wie viele Schriftrollen ich auch lese, mir fällt keine Lösung ein. Ich könnte mit meinem Jetpack über das Wasser fliegen und die Sanektas betäuben. Das sollte die Sache beschleunigen. Ist sicher. Lebt ihr in Sapa vom Fischfang? So ist es. Seit der Invasion sind wir isoliert. Die Fische sichern unser Überleben. Sanekta schmeckt wie gegrillter Sort. Doch etwas anderes bleibt uns nicht. Find's ja geil, in gewisser Weise haben wir hier alles, was wir brauchen. Oder fast alles. Fast alles? Ich habe gehört, Yuna, ihr wird vermisst. Ohne einen Bändiger wird Sapa nicht lange überleben. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Yuna, das ist zu lange her. Keine Ahnung, was er treibt. Wir brauchen mehr Fischerventilopen, um die Verletzten und Ruhenden abzulösen. Fischerventilopen. Erzähl mir was von den Ventilopen. Die besten Freunde der Fischer Talana. Wir reiten auf ihnen, um die Sanektas zu fangen, wenn sie an die Oberfläche kommen. Darüber weiß Saleb jedoch mehr. Er weiß auch, welche Rolle sie in unserem Ökosystem spielen. Ventilopen fressen ihren Fang nicht? Sie lieben Sanekta-Köpfe über alles. Wir mögen alles andere. So funktioniert das ganz gut. Mutter Natur ist ziemlich clever. Seltsamer Name für eine Frau. Jo. Ja. Was genau machst du hier eigentlich? Vieles. Ich baue Boote, Paddel und andere Gerätschaften. Meistens aber schlage ich meinen Kopf gegen die Wand, bis mir eine Methode einfällt, um unsere Fischfangtechnik zu verbessern.
Klingt nach der Fisch, den er auf dem Kopf oben hat. Vergiss nicht, worüber wir gesprochen haben. Und jetzt geh! Dann möchte das betäuben. Ja, dann machen wir uns auf den Weg dahin. Weiss doch nicht, wie das so geht mit der Knarre und dem Jetpack, aber ich denke, wir werden jetzt erfahren. He? Autsch. Eigentlich schwimmen schon, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Der Kater kann schwimmen, Mann. Ich finde es ja schön, dass das Jetpack auch unter Wasser funktioniert. Und dann über so ein Boot, irgendein Boot sneaken, da. Wäre jetzt natürlich sehr luxuriös. Aber die Framedrops nervt mich schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja, das ist irgendwo das Hinder, man. Jetzt müssen wir echt im ernstesten Hinder. Das ist eine richtige Unterwasserwelt. Tauchen, Bau. Hoppa. Ach, nicht wüst. Das ist schon mal nice. Jetpack schwimmen! Wuuu! Schnell rauf hier, ein bisschen Luft holen. Blablabla. Und wieder runter. Und Jet! Wuhu! So, jetzt sind wir gerade in der Zone, so wie es aussieht. Da fischeln jetzt auch schon ein bisschen. Aber davor ist ein ganz hoher Schwarm. Fisch, 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 Fisch. Die schwimmen sogar, die weichen sogar aus, ist ja richtig nice. So. Jetzt wird's nass. Jetzt wird's nass, sagt er. Ah, das macht sicher Spaß, Mann. So, und wie sollen wir die betäuben? Mit dem Gewehr? Sprinte mit einem Jetski über die Sangetas, um sie betäuben. Ja, wo kommst du jetzt her, Mann? Da hab ich den Scheiß gerinnt. Sprinte. Ah, Chat-Sprint, Mann, das würde ich anzeigen. Analyse. Sanectas sind unter Wasser in ihrem Element. Kehren Sie zur Oberfläche zurück, um die Gefahr zu verringern. Hey, jetzt hör doch auf, Mann, wie wette ich das? Da kommt da einer, Mann. Er ist ja fucking im Boden drin. Geil. Wieso wird er jetzt nicht angezeigt und kaum bist du im Wasser, fickt er dich in den Arsch, Mann.
Stoßen Sie zur Oberfläche zurück, um die Gefahr zu verringern. Hier. Warum leuchtet diese Pflanze? Jetzt gleich. Der Fisch. Komm. Hup. Komm, Fischi, Fischi. Easy. Wenn man weiß, es geht, dann funktioniert's. So. Ein paar Boots. Nice! Also, wo ist jetzt das leuchte Pflanzen-Elixivo? Da, oder? Hm. Blöder Scheißhaufen. Ich finde es ja geil, dass das so wie es aussieht ununterbrochen geht. Wey! Putsch! Wey! Hey, du hörst, Brudi! Wey! Yo! Ja, cool. Und jetzt haben wir die vier. Gehen wir back to the city. Ich finde das sehr sympathisch, dass du so endlich kannst machen. Fliegen. Geil. Logisch. Zeigt es jetzt hier. Ah, das geht jetzt, hä? Schön. Haben wir auch gemacht? Ja. Ah, da ist jetzt ein neues. So gut. Der Zähmer. Zähmer. Ich weiß mal, das haben wir ja schon gemacht. Hm. So ein Menü ist komisch, Mann. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Gar nichts, verschwundene Zähmer, sagen wir aber so gar nicht irgendwie. Schräge Sache, schräge Sache. Aber ja, das ist in dem Fall alles, was man da machen kann in dieser Demo, oder sehe ich das falsch? Mal schauen, ob der Fischer jetzt noch da ist. Wenn wir das hier noch finden. Irgendwo da oben angesehen, ne? Jo. Und dann einfach raus. Einfach raus. Die Zeit ist abgelaufen und raus. Ha! Ach du Scheiße. Ja, ich muss sagen, also, erster Eindruck. Medium. Um es mal nett auszudrücken. Die Steuerung ist kacke.
Frame Drops sind kacke. Animationen sind kacke. Aber der Vibe ist nicht schlecht. Der Vibe ist okay. Aber weiß ja nicht, ob ich das jetzt wieder weiterspielen werde. Ich denke es nicht. Ja. Und dann wäre es das eigentlich vom Video. Hinterlasst einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Drückt auf Abonnieren, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.